Hola Freunde, was geht ab? Wir haben uns jetzt tatsächlich schon gefühlt eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Es gab mal so eine Kontinuität, wo ich irgendwie so alle 2 Tage irgendwie mal online mit einem Video war, live gestreamt habe, sonstiges. In letzter Zeit tatsächlich ein bisschen eingeschlafen, hat mehrere Gründe. Einmal bin ich jobtechnisch maximal eingespannt, was natürlich schön ist, dass es läuft. Dann bin ich auch gerade produktionstechnisch mit Gasolina voll am Limit, weil natürlich die Herbst-Winter-Kollektion geplant werden muss. Dann sind wir natürlich mit Low Life Matters und dem ganzen Angezweifelt-Thema gerade voll in der Auslastung. Da bleibt natürlich dann so die Kommunikation mit euch leider Gottes so ein bisschen auf der Strecke. Ist aber nicht so, dass wir es vergessen haben, sondern es läuft im Hintergrund. Also aktuell sind 2 Fälle beim Anwalt, beim Tuning-Szene-Anwalt, um genau zu sein. Das ist jetzt alles mit Beantragung der Akteneinsicht und Prüfung des Sachverhalts und so weiter und so fort. Wir haben polizeilichen Support inzwischen. Wir wissen, dass ein Polizist einer gewissen Kontrolle, die wir in einem unserer Videos auch intensivst bearbeitet und kommuniziert haben, inzwischen versetzt wurde, weil man wohl nur darauf gewartet hat, dass ein Bock geschossen wird, dass man ihn endlich verschieben kann, den Kollegen. Das ist jetzt auch schon passiert. Also da haben wir sicherlich alle gemeinsam irgendwie dazu beigetragen, mit der Reichweite, die ihr mit generiert habt, dass da ein bisschen was vorwärts geht. Dann sind wir aktuell bei über 6.000 € Spendenzahlungen über PayPal, über unseren Moneypool. Vielen Dank dafür. Damit werden wir die Prozesskosten bezahlen, die anfallen werden von den beiden Fällen, die wir aktuell in Prüfung haben. Und hoffentlich noch ein paar mehr dazukommen, logischerweise. Also wenn ihr irgendwelche extremen willkürlichen Stilllegungen habt, wo Kosten für euch entstanden sind, die nicht gerechtfertigt sind und nicht ordnungsgemäß und sachgemäß vonstatten gegangen ist, der ganze Deal, dann schreibt mir an info@angezweifelt.com. Wir werden uns dann mit euch in Verbindung setzen und mit euch das Thema gemeinsam angehen. Wir haben inzwischen wirklich von Polizisten, von Sachverständigen, von Anwälten wirklich eine gute Community um uns herum aufbauen können, die uns bei diesem ganzen Projekt Low Life Matters und Angezweifelt unterstützen. Dann sind wir schon beim Thema Angezweifelt. Also ich bin in den letzten Zügen, das habe ich weiß, schon ungefähr 20 Mal erzählt oder so, aber am Montag geht es tatsächlich in den Druck. Ich habe jetzt die fertigen Seiten, das komplette Buch im Prinzip als PDF bekommen, mache jetzt nochmal meine Korrektur, lese mir alles noch ein 522. Mal durch. Der Heiner Manthey vom TÜV Süd, mein Co-Autor und Freund des ganzen Projekts, überfliegt jetzt gerade die ganzen TÜV-technischen Sachen, dass da wirklich nichts Falsches drinsteht und ihr wirklich eine hundertprozentig wasserdichte Basis habt, um euch darauf berufen zu können. Das ist ja Sinn und Zweck dieser ganzen Übung. Dafür brauche ich jetzt noch einfach ein bisschen Zeit. Also sprich, bis Montag ist da auf jeden Fall noch Session angesagt. Am Wochenende geht es auf eine Tuning-Veranstaltung mit Gasolina zusammen als Aussteller. Aktuell habe ich über die sozialen Kanäle Facebook, Insta, YouTube, Community Chat und Co. dazu aufgerufen, doch mal über das Design einer neuen Angezweifelkappe nachzudenken, weil die weinroten und die schwarzen, die habt ihr uns aus den Händen gerissen und wir würden jetzt gerne einfach noch mal 2 flashige Designs machen. Da seht ihr vielleicht, bin ich schon an sämtlichen Farbkombinationen, die ihr so Community-mäßig gepostet habt und guck einfach, wie die miteinander harmonieren. Das ist so mein Part in der ganzen Geschichte. Die Designs einfach auch so ein bisschen, ja, zu entwerfen und zu optimieren. Ich werde jetzt da die Top 5 oder Top 10 Vorschläge von euch einfach grafisch auch umsetzen, werde die dann wieder bei Facebook, YouTube in den Chat, in den Community-Bereich und bei Insta posten, dann könnt ihr dafür voten. Und derjenige, oder dessen Design später dann auch produziert wird, also wir werden 2 Designs produzieren auf jeden Fall. Die Designs, die von jemandem vorgeschlagen wurden und produziert wurden, der bekommt dann natürlich auch so eine Cap von uns geschenkt, das ist ja logisch. Jo, also ich denke, ich habe jetzt erstmal alles abgearbeitet. Low Life Matters läuft, angezweifelt, läuft sensationell gut, dank eurer Unterstützung. Neue Kappe in the Making, Shirts, Duftbäume, Sticker gibt es alles im Shop auf angezweifelt.com. Buch geht am Montag in den Druck. Ich denke, ich habe alles gesagt. Schreibt mir eure Geschichten zum Thema Tuningkontrolle, pipapo. Schreibt mir, wenn ihr sonst irgendwas habt. Schreibt mir, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Wenn ich euch auf den Sack gehe, schreibt es auch drunter. Ihr könnt mir immer an info@angezweifelt.com schreiben. Ich bin immer offen für alles, freue mich über jeden Support, jeden Klick und wünsche euch einen schönen Abend. Ich mache dann mal weiter. Peace out, bis zum nächsten Mal. Ciao.